Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr seht, ich habe nicht viel weiter gemacht. Ich habe eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ja. Achso, ja, ich sollte vielleicht mal sagen, das hier ist jetzt so die 23. Folge von Minecraft. Und ja. Ja, was gibt's dazu noch großartig zu sagen? Ich meine, ihr alle kennt es, ihr alle liebt es. Nicht. Kartoffeln hatten wir eingepflanzt. Dann können wir uns auch ein bisschen vegetarischer ernähren. Aber die Frage hat, wir hatten Eisen, ne? Wir hatten doch irgendwo schon mal Eisen, glaube ich. Irgendwie war da mal was so ganz, ganz hinten in meinem Hinterkopf. Schreit es förmlich, wir haben Eisen. Da haben wir Eisen. Das reicht auch schon an Kartoffeln. Wir brauchen nämlich eben 3 Eisen mindestens, um Wasser zu schöpfen. Ja. So. Genau. Das war dann auch noch geplant. Zum Weg. Wir wollen ja nicht, dass die Nachbarn da schlecht über uns reden. Und seht mal, es wächst tatsächlich. Es ist so wunderschön. Ach, halt meine Schnauze. Du auch. So. Ich schwärme hier und ihr gackert mir die ganze Zeit dazwischen, die dämlichen Hühner. Ja. So, wir haben unser Eisen. Dann machen wir uns jetzt einen schönen Eimer. Das restliche Eisen packe ich da rein. Kann ruhig noch ein bisschen weiter brutzeln. Das Huhn kommt ja jetzt auch rein. Die Fehler kommen auch rein. Scheiß was drauf. Ich glaube, ich habe in der Kiste nebenan die ganzen Dinger drin. Aber ist mir jetzt egal. Genau. Diorit brauchen wir nicht. Haben wir noch Andesit? Da haben wir Andesit. So. Also der falsche schon wieder. Oh, ich liebe es. So. Davon haben wir jetzt auch genug. Ja, ihr merkt schon, ich bin heute ordentlich auf Trab. Ich stehe ziemlich unter Zeitdruck. Ich will das fertig kriegen. Eine Leiter wollten wir auch noch bauen für so einen ach so genialen Steinbruch. So. Einfach nur damit es so aussieht, als ob wir hier irgendwie mal was geleistet hätten. Und ich finde die so als Gehwegplatten finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Ich würde gerne noch was daneben setzen. So als Kontrast. Und damit der Weg nicht so schmal aussieht. Könnte man ja dann irgendwie einen Zaun oder sowas, was weiß ich. Dann könnte man auch zum Steinbruch hin einen Weg setzen. Das wäre dann ungefähr hier. Ja, hier. Damit wir auch schön wissen, wohin wir müssen, wenn wir dann wieder in den Steinbruch gehen müssen, um dann Kinderarbeit zu verrichten.
Ja, bis hierhin. Das sollte reichen. Bis hierhin und nicht weiter. So. Das sind tatsächlich zwei Stück. Wie ärgerlich. Aber das finde ich jetzt nicht witzig. So ganz und gar nicht witzig. Haben wir hier noch Andesit? Pflasterstein, Pflasterstein, Stein. Das ist ärgerlich. So wie Andesit. Aha. Mehr brauchen wir ja nicht. Dann wieder in die Tonne. So, Eisen raus. Kartoffeln rein. Hier haben wir das Eisen drin. Zack. Dann können wir uns auch eine Eisenspitzhacke und ein Eisenschwert machen und weiß ich was. Haben wir eigentlich komplette Eisenrüstung? Die Schuhe haben wir noch nicht. So wie ich das sehe. Wir rennen jetzt barfuß durch die Gegend. Da, polierter Andesit. Zack, zack. So. Jetzt fühle ich mich auch schon ein bisschen wohliger. Dann würde ich sagen, kleistern wir das Ganze hier mal so ein bisschen zu. So, dann lassen wir hier diese eine Lücke hier offen. Nicht, dass wir dann von oben wieder reinfallen. Weil das war ja. Oh, das hat mich am meisten gefreut, dass wir da reingeplumpst sind. Tut mir leid, Erde, du bist im Weg. So, dann sieht das Ganze auch ein bisschen höhenmäßiger aus. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwelche Monster oder so spawnen. Deswegen machen wir das komplette Ding dann irgendwann mal zu. So. Dann wird das Ganze wieder ein richtig schöner Berg. Ach, das wird wunderschön. Das zeige ich euch jetzt schon. Ja, könnt ihr mir ruhig vertrauen. Der Papa weiß, wie es geht. So, wir könnten ja rein theoretisch Akazienholz nehmen für den Wegrand. Ich glaube, das bietet sich einigermaßen gut an. Wir nehmen einfach alles. Zack. So. Das sollte auf jeden Fall reichen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Weil wir sind ja so bescheidene Leute. Wir brauchen gar nicht so viel. So. Machen wir das ganze Ding hier hinten auch zu. So. Den noch, den noch, den noch, den noch. Und jetzt ein bisschen Terraforming. So. So, so, so. 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 So, 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 so. Für uns tatsächlich ein Erde.
Ach, was soll der Geiz? So. Dann sieht das Ganze auch schon wieder gemütlicher aus, sobald dann da bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Wozu habe ich eigentlich die Erde geholt, wenn wir die sowieso jetzt wieder wegballern? Ich weiß es nicht. Ich denke einfach nicht nach, bevor ich da irgendwie was mache. Es wird ja schon wieder dunkel. Ich habe so das Gefühl, dass die Tage immer kürzer werden. Je länger man spielt. Packen wir erstmal das unnötige Zeug weg. Da haben wir Sticks, dann nehmen wir das nochmal. Basteln uns eben paar Schaufeln. Paar Spitzhacken wieder. Und dann geht's auch los. Stimmt, Wasser könnten wir auch einmal mitbringen. Habt ihr gut mitgedacht. Bin stolz auf euch. So. Ich denke, das wird gleich sehr schnieke aussehen, wenn wir dann unser Akazienholz daneben pflanzen. Marschieren wir hier einmal durch die Erde, wie durch Polen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Habt ihr gar nicht gehört? Mir war ganz schrecklich, was da passiert ist. Also, da gibt es eigentlich auch keine Entschuldigung für. Aber ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für das, was Vorfahren so gemacht haben. Aber das war ja alles lange, lange vor meiner Zeit. Da hat man ja nicht mal an mich gedacht. Aber ich will diese Chance halt ergreifen und mich persönlich entschuldigen. Aber kann auch ein bisschen sehr nachtragend sein. Heute wieder richtig viel zu tun gehabt, richtig viel Spaß. Ich merke schon. Die Qualität der Folgen nimmt exponentiell zu. An dem Weg könnte man rein theoretisch ewig verlängern. Man braucht hier nur einmal das Holz rausklöppeln und Andesit dahinsetzen. Und schon kann man den Weg verlängern. Ist auch schnell gemacht, habt ihr ja gesehen, eine Folge, zack.
kostet halt nur relativ viele Ressourcen. Weil es sind ja sowieso Ressourcen, die wir so kaum verwenden würden. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier dann die Luke hin. Und die machen wir noch zu mit Stein, denke ich. Oder Erde. Wir nehmen lieber Erde. Wenn man jetzt nämlich hier so guckt, sieht doch eigentlich ganz, ganz schick aus. Mir gefällt's. Ich bin zufrieden mit der Arbeit, ja. Ja, ich bin zufrieden. So, und das restliche Akazienholz, was wir jetzt so haben, würde ich ungern zu Sticks verarbeiten wollen, ganz ehrlich. Also das ist schon relativ rar. Andererseits, wisst ihr was? Egal. Wir können ja später nochmal irgendwie auf Jagd gehen. Und dann schießen wir uns so einen großen, großen Akazienbaum. Das wird spektakulär. So. Passen keine Sticks mehr rein. Das. Wobei, wir wollten ja mit Erde auffüllen, hatten wir gesagt. So. Nehmen wir den jetzt so mit. Das passt. Stimmt, Wasser hatten wir. Oh. So viele Baustellen. Da habe ich extra einen Weg gebaut und renne übers Gras. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Warum renne ich dahin? Wir haben doch da eine Quelle. Mann. Oh, Tür zu. Nicht drüber nachdenken. Alles ist in Ordnung. Keiner tut mir was Böses. Hoffe ich mal. So, dann ist das auch fertig. Rein theoretisch könnten wir auch schon ernten, aber das mache ich jetzt nicht. Aber wir haben hier noch ein bisschen was zu fressen. Das sollte eigentlich so hinhauen. So. Weg, 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 weg. Weg, weg. Und dann zack. Und jetzt geht's ans Klöppeln. Ah ja, die Leiter brauchen wir auch noch. So, wie gesagt, den würde ich ganz gerne, so wie er ist, in den Boden stampfen. Schaufel weggepackt. So. Und wieder hoch. Was? Das? Wollt ihr da auch gerade eine Leiter gesehen? Knarz, knack, knarz, knack, knarz, knack, knarz, knack. Ach, da dürfen wir gar keinen hinsetzen. Da kommt ja. Wobei, wir könnten die auch eigentlich daran machen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir die daran machen. Das wollten wir mit Erde auffüllen. Dürfen wir jetzt gleich nur nicht vergessen. So. Einfach so, dass das so ein bisschen wie ein Eingang aussieht. Auch von unten. Das reicht auch schon. Machen wir das dann noch weg.
Wasser fließt jetzt ab. Schon besser. So. So. Würde ich sagen, diesen Kasten können wir dann komplett einmal abklappen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Hat sich auch schon gelohnt. Wir haben schon wieder Eisen gefunden. Ganz nicht so schäbig aussieht. Setzen wir hier nochmal eine Dingsensader hin. Und das könnte man eigentlich auch wieder dicht machen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, weil hier ist auch schon wieder unsere Zeit rum. Geht ja relativ fix heute. Ich weiß nicht, was da los ist. Also irgendwie arbeitet die Uhr anscheinend gegen mich. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Und das meine ich diesmal voll Ernte. Viel gemütlicher, wenn man dann so runterkommt. Und ein Zombie. Wir sind da mal weg, ne? So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.